Hey, und jetzt zu einem weiteren Informationsvideo. Ja, es ist ja schon lange her, bis wir so eins gemacht haben. Ja, wir sind wieder hier und ja, wir werden heute ein bisschen mal labern und so ein bisschen über den Channel reden. Ein bisschen spät zwar, aber ja, immerhin. Ich meine, es ist gerade der dritte, erste. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich zu erholen, auch nach Silvester. Man hört es vielleicht in meiner Stimme noch, es war ziemlich eine wilde Feier, sagen wir mal so. Man sieht es ja auch hier, ne? So ein bisschen. Bin gegen einen Pfeiler gelaufen. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier, wir haben jetzt den Jänner. Und ja, es stehen viele Sachen an. Als erstes möchte ich natürlich wie immer im Jänner, also zumindest seit letztem Jahr, hier habe ich das so als Tradition eingeführt, mal gucken, was so im letzten Jahr gelaufen ist. Das heißt, wir gucken rein, was wir so gemacht haben, was so Projekte gelaufen sind und so weiter und so fort. Gut, werde ich als erstes gleich mal machen. Ich weiß zwar nicht, auf welche Seite ich hier gleich muss, weil ich bin hier jetzt gerade auf meinem Channel. Das seht ihr gerade nicht. Aber ja, ich sehe es. Und naja, was haben wir denn hier? Ich bin jetzt gerade im April, jetzt muss ich noch ein bisschen vorscrollen. Da sind wir schon im Februar, das klingt schon gut aus. Fast eine Seite noch vor. Und wo waren wir denn am 1. Jänner? So. Ja, 1. Jänner letzten Jahres. DSJ4 natürlich. Wie auch heuer. Garmisch, zweiter Durchgang. Letztes Jahr. Hat auf jeden Fall besser funktioniert das heuer zwar, aber das war, hatte ich mehr oder weniger als Erwartung, dass, naja, es ist ja ziemlich auch ein Jahr vergangen mit den Aufrufzahlen, das darf man auch nicht vergessen. Man darf auch nicht vergessen, letztes Jahr habe ich Parkitect gemacht tatsächlich, auch noch kurz vor Jahreswechsel habe ich die erste Folge gebracht, die zweite Folge kam dann kurz nach Neujahr. Und die sind eigentlich ganz gut gelaufen, ich weiß nicht, warum ich das nicht so gemacht habe. Und was ich auch gerade auffällt, die erste Folge Forest vor der zweiten Staffel kam am 7.1. um 19 Uhr. 7.1.19 Uhr? Ich würde mal auf das Datum vielleicht mal schauen. Hätte ich mal gesagt. So nebenher. Ja, was haben wir noch gemacht? Archway 9 habe ich ein Video gemacht. Mit meiner Map, die ich gemacht hatte damals. Also auch gute Sache, gute Sache. Wir haben auf jeden Fall Forest haben wir gut gemacht am Anfang. 7 voll, 7 Likes, 3 Likes, 44 Aufrufe. Also immer so 35, 30 Aufrufe eigentlich bei Forest. Letzte Staffel. Was eigentlich eine super Sache wäre, wenn ich eine dritte mache mit den Leuten, dann gucken wir mal. Vielleicht geht sich ja wieder sowas Ähnliches aus. Wäre auf jeden Fall super und es würde mich sehr, sehr freuen, weil Forest ist eins meiner Lieblingsspiele. Und ja, wie gesagt, Parkitect Folge 3 war dann auch noch im Jänner und dann war, oh mein Gott, letztes Jahr im Jänner war mein 600 Abonnenten Special. Letztes Jahr im Jänner 600 und wir haben jetzt 762. Alter Falter. Nicht schlecht. Es ist schon krass. Holy shit. Wir haben auf dieses Video 133 Aufrufe, 15 Likes, ein Dislike und 39 Kommentare. Wow. Also auf jeden Fall, heuer kommt wieder eins. Ein 750 Abonnenten Gewinnspiel und dann kommt wieder ein Tausender, wenn wir das irgendwann in 1000 Jahren mal erreichen. Ja. Das wird eine super Sache. Ich werde wahrscheinlich wieder DSJ4 Keys vergeben, aber vielleicht auch ein anderes Spiel, wenn derjenige schon DSJ4 hat, beziehungsweise einen Online-Zugang in DSJ4, wenn es gewünscht ist, aber auch irgendwo in der Preisrate in der gleichen. Ich würde da so sagen, zwischen 10 und 20 Euro. In Form vielleicht BeamNG noch oder, keine Ahnung, was könnte ich noch vergeben? The Forest eben. Sowas halt in der Richtung. Sowas halt. Und ja, ich gucke jetzt hier kurz mal auf mein Handy, es hat vibriert. Wenn es nicht wichtig ist, dann lasse ich es auch. Okay, ist nicht wichtig, ist nur eine Meldung, dass irgendwer was hochgeladen hat, wie auch immer. Ja, das war letztes Jahr Februar, mehr oder weniger. Aller Jänner, meine Güte.
Also Punkt 1 haben wir jetzt schon mal hier angeteasert. 7.1. kam ja Forest letztes Jahr. Und ein Abonnentengewinnspiel kommen war letztes Jahr auch im Jänner. Meine Güte, da war viel los. Und ich schätze mal, das wird heuer auch wieder so ähnlich was kommen dazu. Also sprich, Abonnenten-Update. Und 7.1. vielleicht kommt da ja was. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zumindest war letztes Jahr da was. Wenn heuer was ist, weiß ich nicht. Kann sein. Muss aber nicht. Genau. Ja, Februar. Letztes Jahr Februar. Ja, Pokémon Omikron sehe ich da gerade auch noch so zwischendurch mal auftauchen. Meine Güte, das ist schon lang her. In dem Spiel habe ich ja komplett versagt. Die Auflösung kam auch am 27. sehe ich gerade. Also das ist auch war eine gute Leistung. Patrick, der Kletterkünstler, war Kletterkünstler. Meine Güte, ich kann schon nicht reden. Das war eine witzige Folge auf jeden Fall. Das kann ich mich noch genau erinnern. Das war auf jeden Fall auch bei Patrick in dem Best of. Und er wird auch hoffentlich. Ach, ich sage jetzt nicht zu viel. Mal gucken. Parkitect war da auch noch immer. Das habe ich leider seitdem nicht mehr angefasst, tatsächlich. Ja, DSU4, Parkitect, Pokémon Oregon, hier und da mal BMG, was außerordentlich gut getan hat. Auch hier MD05 war damals, glaube ich, mein krasses Video mit 5000 Aufrufen. Also die Folge 21, glaube ich, oder 20 war es, ich bin mir nicht mehr sicher. Als 05-Update mit 5000 Aufrufen und 50, über 50 Likes und 40 Kommentare. So, so krass. Und auch die Folge danach hat doch immer 882 abgeworfen. Also was ziemlich verrückt ist. Na gut, wir haben im Februar, was auch heuer ist, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ist 5 Jahre Hubex steht uns heute an. Heuer auch noch an. Im Februar. Ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Ich habe mir so vorgenommen, vielleicht ein Best-of zu machen von all den 5 Jahren. Nur wann? Nur wann? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wann ich das machen soll. Und wenn, dann müsste ich auch alles von YouTube erst abfilmen. Das ist das nächste Problem. Ich habe die Rohdateien alle nicht mehr. Ich habe vielleicht noch die letzten Projekte des Rohdateien, aber mir sind immer die Festplatten ausgelaufen. Da habe ich das immer, halt immer gelöscht, obwohl ich es eigentlich behalten wollte. Aber es hat sich dann mit einer Zeit lang nicht mehr gespielt, ne? Ja. Gab es sonst irgendwas Neues letztes Jahr im Februar? Ich gucke gleich nochmal. Was ich nochmal reden möchte, so ein bisschen kleinen Jahresrückblick, ein bisschen entspannt. Ja, tatsächlich. Pokémon Super Mystery Dungeon kam raus. Und ja, Mission Wildfire für CSGO. Das war auch tatsächlich dort, aber Mission Wildfire, ja, kurzes kleines Projekt mit 3 Folgen von Luca. Mit Luca war lustig. Und ja, so Ende Februar kam Mystery Dungeon raus. Hat am Anfang erstmal gut abgeworfen. Mit Likes sehe ich gerade. Und danach, naja, war es halt so da, ne? Die ersten 2 Folgen waren gut, die anderen so. Ja, dann Skispringen natürlich. Forest. Und Mystery Dungeon. Das waren dann so die Projekte, die hier so gelaufen sind. Gut, was haben wir denn noch? Sind wir schon im April? Naja, fast tatsächlich schon. Das war auch mehr oder weniger komplette März. DS4, Super Mystery Dungeon, Forest Pokémon Omikron hier und da mal, bis ich komplett versagt wurde. Ah, zerstampft wurde. Wie auch immer. Darüber möchte ich nicht mehr reden. Na, habe ich mal einen Hubex-Test wieder mal gemacht. Das könnte ich auch wieder mal machen. Ich werde es auf jeden Fall für Motorsport Manager vielleicht mal einen Hubex-Test machen. Weil es ist im Moment mein Lieblingsspiel. Also neben Forest natürlich. Und ja, was kam noch raus? Trackmania Turbo, leider auch nur 7 Folgen. Hat leider nicht so gepasst. Und dann kam das erste Laber-Video tatsächlich. 27 Minuten am 27.03. Passt wie die Faust aufs Auge, ne? Ja, und da war ich dann. Planet Coaster habe ich das erste Video gemacht. Das kam eigentlich auch immer gut an. Immer gut an, bis ich dann es irgendwann nicht mehr hochgeladen habe. Naja. Hat mich einfach nicht mehr irgendwie so
fürs Aufnahmen gecatcht, sage ich jetzt mal. Fürs Aufnehmen gecatcht. Die Tür, Staffel 2. Ja, das war. Wir sind jetzt schon im April. Und ich kann mich noch an April so gut erinnern, dass wir es gestern gewesen sind. Das ist Wahnsinn. Also Outlast war da ja auch noch. Die restlichen Folgen. Meine Güte. Outlast, Planet Coaster, mein eigener Park natürlich, war das hier. Dann mehr Forest, mehr Super Mystery Dungeon, mehr Trickmania Turbo, bla bla bla. Da habe ich verschiedene Projekte sowas von euch zugeballert mit. Tatsächlich. Und ja, das war der April. Viele verschiedene Projekte. Crazy Monat auf jeden Fall. Hat hier noch irgendwas angefangen? Ja, Pakete. Ja, Firewatch. Firewatch am letzten Aprilwochenende hat Firewatch angefangen. Auch eines meiner Lieblingsspiele 2016, die ich gespielt habe. Natürlich dann neben Dreamfall, wozu wir auch noch hinkommen. War Dreamfall letztes Jahr? War das? Müsste eigentlich. Das letzte Buch müsste letztes Jahr, letztes Jahr, ja, letztes Jahr im Juli, Juni rausgekommen sein. Auf jeden Fall, April war auch geil. Ja, Forest, Firewatch, Pokémon Super Mystery Dungeon. Und ja, Parkitect noch, die letzten Folgen anscheinend. Hubex Park kam da. Schau, schau. Das war mein Zusammenschnittprojekt, was ich mal versucht habe. Kam eigentlich relativ gut an. Hat mich dann trotzdem irgendwie nicht mehr interessiert. Nein, stimmt. Ich habe mit dem nicht mehr weitergemacht, weil eben Pakitek so geruckelt hat. Ja, stimmt. Ja, und mitten im Mai kam dann eben Buch 5 raus. Ne, Blödsinn. Wo sind die ganzen Videos hier? Habe ich Mitte Mai Pause gemacht? Hier ist der 27.05. 7., 8., 5., 9., 11., 13., 16., 17., 18., 19. Ach so, da habe ich eventuell mal ein paar Tage ausgelassen. Die Woche sehe ich gerade hier auch. Ich weiß ja nicht mehr warum, aber es wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja, da habe ich nur eine Zeit lang jeden zweiten Tag Videos gemacht, sehe ich gerade. Ja. Und dann, das ging halt so weiter eine Zeit lang. Forest war dann auch mit Folge 33 dann, naja, 34 besser gesagt, die ein paar Tage später kam, abrupt zu Ende, nämlich am 1.6. Hat, muss man sagen, 34 Folgen. Hat aber ein halbes Jahr gehalten. Darf man nicht vergessen. Hat ein halbes Jahr gehalten. Was auch nicht schlecht ist. Oder zumindest 5 Monate. Viereinhalb. Sowas kann man. Viereinhalb kann man sagen. Ja, Parkitect kam auch noch eine Folge tatsächlich im Mai. Ich habe die erste Preview-Version von meinem Intro bekommen, die noch immer nicht ruhig. Ja, Mystery Dungeon war dann auch mal. Dort, dann habe ich schon langsam ein neues Projekt gehabt, weil Forest eben aus war. Habe ich halt 35 mm gebracht, wieder mal ein Singleplayer-Story-Spiel, das ich tatsächlich auch geschafft habe, durchzuspielen, nicht so wie Through the Woods. Ich weiß nicht, ob ich das beenden werde. Schaut nicht so wirklich gut aus. Ja, das ist so eine Zeit lang gegangen, so ein bisschen hier und da mal Video. Aber auch nur jeden zweiten, dritten Tag, dann habe ich teilweise schon so viel ausgelassen. Ja, und plötzlich war mein Geburtstag da und Dreamfall Chapters war da. Hui. Buch 5, was genial war, bis zum geht nicht mehr. Eins, es ist mein Lieblingsspiel. Es ist einfach, ich konnte mich so gut ins Universum versetzen. Es ist meine Lieblingsspielreihe. Ich habe nicht so viel gespielt in meinem Leben, aber es ist mehr oder weniger alles Indie. Ich bin eigentlich so richtig vom Casual-Bereich schon langsam so ein bisschen in mehr vertiefteres Gaming-Dingens reingerutscht, wenn das Sinn macht. Naja, früher war ich nur, wie ich jünger war, FIFA. 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 Pokémon. Natürlich Pokémon, FIFA, Pokémon, FIFA, Pokémon, FIFA, Pokémon, FIFA. Und irgendwann, ja, Minecraft. Und mit Minecraft hat mir eigentlich die Welt der Videospiele so geöffnet, eigentlich. Das kann ich sagen. Ja, das ist so eine kleine Zusammenfassung. Ja, auf jeden Fall Dreamfall Chapters, Super Mystery Dungeon, 35 mm. Ich hatte den Teaser auch noch rausgebracht, am 27.06. Ja. Ich könnte jetzt, aber jetzt habe ich keine Zeit. Jetzt habe ich keine Zeit, das zusammenzusetzen.
Ich glaube, es kommt heuer schon eventuell noch, aber nicht sehr bald. Nicht sehr bald. Da muss schon irgendwie noch was passieren. Ne? Ja, auch noch wichtig, im Juli erster Livestream. Erster Livestream dieses Jahr. Zweiter Kanal geöffnet. Auch nicht schlecht. Also da war viel, viel los 2016. Auch so ein bisschen von der Struktur her habe ich mich ein bisschen geändert wiederum. Ein bisschen mehr Mühe mit Thumbnails gebe ich mir mittlerweile. Ich schaue, dass es besser zusammenpasst. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, was im August rausgekommen ist, ist Abzu oder Ende Juli Inside. Da habe ich geschaut, dass es ein bisschen mehr zusammenpasst. Gleich wie bei 35 mm, weil da habe ich ja gleich die kleinen Let's Plays hintereinander rausgehauen, den 35 mm Inside und dann Abzu. Da waren drei gute Spiele. 35 mm war noch das schlechteste davon, aber dann zwei brillante kleine Indie-Titel, die quasi 10 Folgen nicht mal gegangen sind. Also super Sache, was das angeht. Mystery Dungeon war auch super. So war noch immer, dann kam ja 14 Tage mal nix. Tatsächlich fast. Also ne Blödsinn, das war alles vorab gelodert. Ja, jeden vierten, fünften Tag kam dann mal ein Video, welches eben 35 mm das Ende war und dann Inside die ersten drei Folgen. Und ja. Das war schon schön. Irgendwie wird hier Fehler wird hier gar nichts angezeigt bei dem Part. Auch gut. Ja, da kam wieder ein BeamNG-Update, noch mittendrin. Und ja, Inside war auch genial, direkt danach Abzu. Dann habe ich meine Yooka-Laylee Toybox bekommen im August, was auch super war. Ja, dann war Gamescom, da war ich auch wieder so nicht da. Und dann habe ich irgendwann mal eine Super Mystery Dungeon so nebenher beendet auch, aber zwischendurch kam noch Outlast Whistleblower mit Willi eben. Und nochmal ein Planet Coaster Gameplay sehe ich gerade auch noch zwischendurch. Ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe, aber ja, anscheinend habe ich das gemacht auch. Da war noch immer Super Mystery Dungeon am Start und dann bin ich schon bei Seite 3. Also nur mal zwei Seiten zum Durchgehen für jetzt mal. Und dann war eigentlich schon der September da. Noch immer mit Mystery Dungeon. Vorher kam aber noch Deliver's Demon Demo 2. Womit tatsächlich die Entwickler einen Kommentar geschrieben haben unter das Video. Was mich sehr, sehr gefreut hat, dann kam die Battlefield, genau. Die Battlefield 1 Beta, BeamNG 3 habe ich noch, genau, BeamNG 3. BeamNG 3 habe ich noch ein paar Mod-Videos hochgeladen. Dann September-Update eben Arbeit weniger Videos. Arg. Sorry dafür. Sorry dafür, ganz ehrlich. Es hätte so schön funktionieren können. Hat es leider aber im Endeffekt nicht. Es waren vier, fünf Folgen und ja, es lief halt nicht von der Zeit her. Es war halt eine dämliche Zeit zum Anfangen. Hätten wir das jetzt angefangen, wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Es war ein bisschen überstürzt auch mit dem ganzen Weiterspielen und so weiter und so fort. Ja, FIFA-Demo getestet, FIFA-Story-Mode war dann auch bald mal dran, da ich erstmal, wie ich gerade sehe, auch hier vom 23.09. oder beziehungsweise vom ja, 23.09. bis 4.10. nichts hochgeladen habe. Also darf ich mir ja auch erstmal eingewöhnen, so ein bisschen an das Ganze. 4.10. hier BeamNG Drive. Also auf 8 Tage hier teilweise sogar Abstand. Und dann kam, ach ja, da hatte ich ja das Problem mit dem Copyright für FIFA. Boah, das war nervig. Da habe ich meinen Reupload gemacht in The Journey. Jetzt kommen mehr Likes bekommen als der erste. Mehr Aufrufe auch. Aber das ist auch länger oben. Ja, wo sind die Videos? Das habe ich dann eben da gemacht. Und eigentlich war der Oktober. Hat ganze 1, 2, 3, 4 Videos ohne das Infovideo beinhaltet. Muss man sagen. 4 Videos ohne das Infovideo. Ja, November ging es dann wieder ein bisschen weiter. Mit FIFA und Through the Woods eben. Ja, Through the Woods war, naja, ist halt eben durch eben 1 Pokémon Sonne und DSJ4 zu stehen gekommen.
gleich wie FIFA Story Mode. Also mehr oder weniger FIFA The Journey, FIFA 17 The Journey. Ob ich eins von den beiden noch weitermache, ist fraglich tatsächlich. Ja, und dann war der Dezember mehr oder weniger eh nur PlayStation 4 und Pokémon Sonne. Eben ganze Zeit, immer so abwechselnd auch. Und ja, das ist es eben bis heute. Gut, da der in den letzten Monaten ein bisschen gewankelt hat, der Channel, habe ich mir halt überlegt, dass wir, naja, mit Beginn des neuen Jahres wieder ein neues Projekt brauchen. Der Jänner wird interessant. Ich bringe eben mal ein Pizza. Boah, ich bin schon durch. Es ist auch. Oh, zwei. Ich will sagen, Pizza mitprobiert. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe gerade, glaube ich, an so einen geguckt, noch so ein altes. Ich bin mir nicht sicher. Ein Hubex testet zu Motorsport Manager. Wird es kommen? Und wenn es euch gefällt, dann könnte ich mir vorstellen, auch dazu eine Serie zu machen. Also auch ein Singleplayer-Let's Play, ein gechillteres, mit vielleicht Fragen und Antworten, das auch eventuell nebenher gelivestreamt wird, aber da muss ich noch überlegen, wie ich das Ganze dann mache. Es könnte so Livestream-Influenced, also quasi das Ganze dann im Livestream kommen und ein bisschen kürzer im Let's Play-Format kommen, zweimal oder dreimal die Woche. Ja. Das ist mal dazu, mein Headset ist gerade ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich das wieder einschalten kann oder ob das. Nee, der Saft ist nicht komplett ausgegangen, ist dann normal ausgegangen. Ja. Pokémon Sonne wird ab Folge 50 nicht mehr jeden Tag kommen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird noch eine Änderung sein, da eben ich mehr Platz für neue Projekte machen möchte. Und wir sind jetzt bei Folge 45, morgen kommt 46. Das ist im dritten. 46 am 3., 47 am 4., 48 am 5., 59 am... Egal, nochmal. Ich fange vom 1. an am besten. Ist, glaube ich, geschickter. 44... 45, 46, 47, 48, 49, 50. Am 7. Am 7. Welches Datum gab es da denn noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, Pokémon kommt da um 15 Uhr, weil um 19 Uhr fängt ein neues Projekt an. Und wenn ihr aufgepasst habt in dem Video, wisst ihr auch, was es ist. So. Mehr sage ich dazu nicht. Das wird wahrscheinlich einfach so erscheinen. Einfach so. Und ich muss sagen, wir haben schon 9 Folgen dazu aufgenommen. Das reicht eh schon, dass ich wir gesagt habe. Das reicht eh schon eigentlich als Teaser. Ja. Haben wir schon aufgenommen. Eigentlich relativ ruhig. Fast nicht gegenseitig angeschrien. Eigentlich gar nicht gegenseitig angeschrien. Einfach nur froh, dass wir das Spiel wieder spielen konnten. Und jetzt habe ich wieder gesagt, das müsste eigentlich schon längst klar sein. Oh Mann. Und ja, das kommt auf jeden Fall am 7. einmal. Zumindest am 7. erst kommt es einmal. Ich muss schauen, welches Datum das ist. Der 7. ist ein Samstag. Ja, das passt doch perfekt. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass dann... Dienstag und Freitag eigentlich hochzuladen. Das heißt, es wird also nächstes Mal dann die Woche drauf am Freitag wieder kommen. Das heißt, am 7., am 13. und dann 17, 21, 24, 28, 31. Ja, und so weiter und so fort, ne? Gut, das wird dazu kommen und da wird dann Pokémon nicht laufen an dem Tag. Außer an dem ersten Tag, wo das eben quasi sein Debüt wieder macht. Zweimal die Woche habe ich es geplant gehabt. Und ja, mal gucken, vielleicht geht es sich irgendwann mehr aus. Aber ja, wir haben jetzt mal ungefähr für einen Monat voraufgenommen. Mit 9 Folgen. Ja, sind eigentlich 5 Wochen. Müsste eigentlich klappen so. 1, 2, 3... sind wir bis 14. Februar dann
Im Voraus. Sollte eigentlich nochmal funktionieren, irgendwann bis dorthin, hoffentlich. Wir werden sehen. Weil sonst wird es so wie bei der letzten Staffel, dass es einfach ein bisschen sporadischer kommt. Aber wenn es kommt, dass sich dann jeder wenigstens darauf freuen kann. Und ja, so wird es auch sein. Auch wenn ich die Aufnahme dann machen kann, da wird es auch mich immer wieder freuen. Ja. So. Wir sind jetzt hier angelangt. An einem Punkt auch, wo wir so ein bisschen über die Zukunft reden können. Ich bin ja schon bei 25 Minuten, bis hier würde schon jeder abgeschaltet haben. Wer noch nicht abgeschaltet hat, schreibt bitte Bananen-Erdbeerkuchen in die Kommentare dazu zu seinem Kommentar, wenn er irgendwas, Anregung, Wünsche oder sonst irgendwas hat. Wäre super. Was habe ich überhaupt gesagt? Bananen-Erdbeerkuchen? Boah, hätte ich jetzt echt gern. Schreibt irgend sowas in die Kommentare, Bananen-Erdbeerkuchen oder sowas. Oder was auch ich mal gerade gesagt habe vorhin. Ich bin auch schon müde. Kann passieren, ne? Ach, Gott, na. Ja. Auf jeden Fall, neues Projekt am 7.1. Dann kommt Motorsport Mansion Test wieder dazu. Pokémon Sonne hat noch bis nach Folge 50 noch ungefähr 10, noch ungefähr 15 Folgen, die dann kommen. Ja. Und vielleicht ergibt sich sonst irgendwie noch was. Eben Motorsport Manager Let's Play wäre super. Aber ich weiß nicht, was ich sonst noch spielen kann. Und DSJ4 ist ja sowieso dann auch noch im Anmarsch. Aber dann mache ich keine Doppel-Uploads mehr. Sondern lasse dann Pokémon Sonne einfach dort aus und mache dann nur DSJ4 an dem Tag. Quasi, dass Pokémon Sonne nur so Filler sind für die Tage, an denen ich nichts anderes habe. Quasi. Ja. Scheint doch mal so weit so gut zu laufen. Ich wüsste nicht, was sonst noch so kommt, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar Spiele beim Winter Sale gekauft. Ich muss mal gucken. Metro. Das wäre ein Spiel, vielleicht, das ich mal streamen werde und dann irgendwie auch hochladen werde. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Metro 2033 und Metro Last Night in der Redux Edition gekauft und angeblich kommt ja auch dieses Jahr ein Metro 3 raus. Wenn ich mich nicht verhört habe. Oder ist zumindest angekündigt worden. Also das wäre auch nochmal interessant, dass wir vielleicht die beiden Spiele vorher streamen werden und den dritten Teil, wenn der kommt, Let's Playen werden. Mal gucken. Aber ja, ich möchte ein bisschen mehr in Spiele reinkommen, generell. Also es klingt vielleicht doof, ich mache das schon jetzt seit jetzt im Februar sind es dann 5 Jahre, aber ich habe mich noch nie so wirklich in ein gutes Spiel, quasi was die Masse als gutes Spiel ansieht, reingefuchst. Dazu zähle ich zum Beispiel Witcher, Half-Life 2. Na gut, das Einzige, was ich wirklich, was die Masse auch gut fand, ist auch Portal, was ich gespielt habe am Channel, aber sonst waren es halt nur so Indie-Spiele, solche AAA-Titel. Ich habe es mal angefangen mit Mad Max, aber es hat mich dann einfach gelangweilt beim Aufnehmen tatsächlich. Und sonst sind eigentlich nur Indie-Titel in meinem Repertoire vorhanden. Ich möchte noch ein paar andere Spiele tatsächlich auch vielleicht mal aufnehmen, beziehungsweise streamen dieses Jahr. Ich werde vielleicht mal Dark Souls so irgendwie so eine Fail-Compilation machen. Ich weiß es nicht. Weil ich habe mittlerweile Dark Souls 1, Dark Souls 2 und Dark Souls 3 installiert. Ja, das kann noch witzig werden. Das kann noch. Naja, nicht installiert, aber im Steam Sale zugeschlagen. Ja, Astroneer habe ich auch noch gekauft. Das könnte ich auch. Aber ich weiß nicht, es ist auch nicht so ein Let's Play-Spiel, es ist auch eher mehr ein Stream-Spiel. Und dieses Jahr wird sehr, sehr viel ändern, auch noch bei mir. Ich werde, wie gesagt, umziehen dieses Jahr. Das wird wahrscheinlich Ende dieses Jahr, Sommer, Ende dieses Jahres wahrscheinlich so passieren. Fix ist noch nichts natürlich, aber ich möchte es zumindest, und ich habe es schon mal geplant, zumindestens. Also wundert euch nicht, wenn im Sommer dann wieder weniger Content kommt von meiner Seite. Aber ja. Sonst mal gucken, was sonst noch kommt. Ich schaue mal in Steam rein, ob irgendwann ein Spiel kommt demnächst, das mich so ein bisschen sagt, ja, boah, geil, das will ich mir anschauen. Beliebte Neuerscheinung bald verfügbar, da gucken wir doch mal rein. Das spricht mich schon mal an, was kann das denn? Ich gucke da mal kurz rein. Bevorstehende Veröffentlichungen. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall kommt es uns dieses Jahr noch raus. Ukulele im April. Das wird fix, sowas von fix gespielt. Das wird sowas von fix gespielt am Channel. Sowas von fix. Da könnt ihr euch mal schon mal anschnallen.
Was kommt denn noch so? Das ist auch mal wieder die Frage. Soll ich jetzt eher mau aus für Jänner noch? Sehe ich gerade. Aber da sind auch jede Spiel drin. Naja, die Switch kommt auch raus dieses Jahr. Vielleicht kaufe ich mir ja eine Elgato und eine Switch, ich weiß es nicht. Für Zelda, ich weiß es nicht. Ich habe ein Zelda mal gespielt und das war auf der Dreamcast und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches das war. Also, ich weiß nur, dass es irgendwie so mit einer toten Stadt war und das mich super gecatcht hat damals. Aber ja, da war ich auch noch klein und war da leicht schockiert, ne? Wenn dann so die verbrannten Leichen auf mich zukamen, die Halbtoten, ja. Das war so richtig gruselig für mich damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so meine erste Erinnerung an Zelda. Ja, bis ich herausgefunden habe, dass es eigentlich ein Ding ist, aber ich weiß nicht, von welchem Spiel das kommt. Tatsächlich. Oder ob das überhaupt wirklich Zelda war. Naja, wenn ihr jetzt wisst, welcher Zelda-Teil das war, bitte in die Kommentare auch. Mit Erdbeer-Bananenkuchen. Natürlich. So. Was haben wir denn hier noch? Ich schaue noch hier so Steam, nehme ich durch. Ah, Resident Evil 7. Könnte interessant werden, aber da werde ich wahrscheinlich erstmal ein paar Tage warten. Wahrscheinlich. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir werden sehen. Wenn da ein bisschen mehr rauskommt. Ich werde vielleicht noch ein bisschen sowas. Ja, Resident Evil 7 kommt eigentlich raus. Hier im Jänner noch. Was mich so jetzt auf ersten Blick vom Namen her kenne, weil die Titel meistens sind so die besten, die man vorher nicht auf der Liste hat. Ja, das war's dann eh schon eigentlich für Jänner. Ja, toll. Ich schaue trotzdem ein bisschen durch, was hier noch so ist. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Ich weiß es nicht, sonst rede ich einfach noch so ein bisschen hier und da. Aber ja, was kommt denn noch? Eigentlich nichts, ne? Nope. Wir sind ja schon bei Februar gerade angelangt. Zumindest ist das, was geplant ist, aber da sollte ein bisschen mehr drinstehen schon langsam. Team Racing League. Ah ja. Ich habe gedacht, das heißt Rocket League. Naja. Was für ein Fake. Oder so ähnlich, wie auch immer. Oh, South Park kommt auch im März, glaube ich. Am 7. März Ghost Recon Wildlands. Wildlands. Boah, das wäre auch was, aber ich habe keine große Gruppe dafür. Aber Fractured Butthole könnte ich mir vorstellen, dass ich spiele. Und wenn South Park nicht auf der Steam-Bannliste, auf der Twitch-Bannliste ist, also der erste Teil, werde ich das im Stream mal nachholen. Aber auf YouTube muss ich das dann zensieren. Wegen den Kreuzen, glaube ich zumindest, dass ich das muss. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken, wie es denn so abläuft. Ja. Das kommt ja auch noch, meine Güte. Wenn ich das hier so durchklicke gerade. Holy shit. Ja, das wird lustig. South Park und Ghost Recon kommt noch im Februar. Ja, South Park könnte auch im März kommen. Ich weiß es jetzt nicht genau, wann es kommt, aber es ist für Early 2017 eingetragen. Habe ich gesehen. Und ja, hier müsste noch gleich mal eine Ukulele-Seite kommen. Sniper 3 kommt auch im April. Das könnte auch noch interessant werden, aber keine Ahnung. Ist eher zum Anschauen immer witzig gewesen. Ja, 11. April, Ukulele. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber ich habe hier noch was eingeklickt. You Star. 2. Februar, 3. Februar, 3 Stunden bis zum Freischalten des Spiels. Das hat auf jeden Fall einen interessanten Grafikstil, der sehr an einen RPG-Maker-Game erinnert. Ich warte mal ein paar Tage ab. Vielleicht kommt da nochmal was, ein kleines Let's Play. Vor allen Dingen, wie lange das dauert und wie gut es ist. Wir werden sehen. Ich will das auf jeden Fall mal zur Wunschliste hinzufügen, dabei mal, dass ich nicht vergesse. Okay. Ukulele hat jetzt eine eigene Steam-Seite. Da muss ich mal die Screenshots durchschauen, weil ich habe schon ewig nicht mehr die Screenshots hier durchgeschaut. Okay.
Ja, schaut ganz interessant aus. Aber ja, Digital Deluxe Edition. Boah, das wird super. Wenn das schlecht ist, das Spiel, boah, dann werde ich so enttäuscht sein. So enttäuscht. Müsste nicht bald auch ein neues Sonic-Spiel noch rauskommen dieses Jahr? Ich bin mir gar nicht sicher. Warte mal. Sonic Boom? War das Boom? Ich weiß es nicht. Sonic, ich gebe einfach mal in Sonic 2017 ein. Es gibt es natürlich in Sonic 2017. Project Sonic 2017. Ich gucke mir das mal so annehmen hier. Ja, aber wenn das Sonic-Spiel gut wird, kommt es auf jeden Fall auch. Und ich weiß nur, dass. Genau, Sonic Mania. Genau, das 2,5D-Spiel. Boah, wo ich schon so Gänsehaut bekommen habe. Das kommt im Frühling 2017 noch raus. Also perfekt. Wir müssen nochmal bis März ungefähr rumkriegen. Im April kommen so viele Spiele, die ich spielen möchte. Und wenn Sonic und Yooka-Laylee zur gleichen Zeit rauskommen, boah, dann bin ich echt mad. Ganz ehrlich. Ich hoffe, dass Sonic früher oder später kommt. Bitte am besten im Mai oder im Juni. Bitte. Dankeschön, Sega. Dankeschön. Okay. Ja. Das war mein Ausblick und mein Rückblick. Mein Rückblick und mein Ausblick. Nee, mein Rückblick und mein Ausblick. Weil das am Anfang des Videos und das am Ende des Videos ist. Egal. Wie auch immer. Oh mein Gott, ich habe schon zu viel Spaß für das eigentlich. Naja, 36 Minuten Infovideo, toll, wer schaut sich das noch an? Wie gesagt, schreibt Gelatine, wenn ihr jetzt noch hier seid. Und vorher war es bei Minute 20 zumindest das Wichtigste noch. Da war Erdbeer-Bananenkuchen. Ja gut, ich sage mal danke fürs Zusehen. Wenn ihr mir so lange beim Labern zugehört habt, danke. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.